Jawohl, jawohl. Wo sind wir? Sternschande, Sternschande. Wollen wir ein bisschen hier Döner essen? Oh, liebe Freunde, wir sind hier bei Kebab Barber. Auch ein geiler Laden auf der Schanze. Guckt euch an, saftig. Oh, Mudi. Brutal. Reis habe ich gesehen. Feiere ich auf jeden Fall. Und das feiere ich auch. Alter Schwede, sieht das geil aus, oder nicht, Freunde? Ja. Ich habe mein Getränk hier. Alles gut. Schusterpass, Sternschande. Geiler Laden, geiler Laden. Zusammenstraße. Cool. Schmeckt. Richtig nice. Schmeckt richtig gut, muss man sagen, ne? Der Döner hat 215 Kalorien auf 100 Gramm. Geht. Okay. Ja, wir haben kurz Schmuck gemacht. Eigentlich wollten wir hier bei Lockmann rein, war besetzt. Dann wollen wir bei Pamukkale, war besetzt. Hier sind wir ausgewichen. Aber ist okay, der Döner war gut. Ja, hat geschmeckt, wir haben gemundet. Ja, dann sag ich mal. Ja, auf jeden Fall. So schlecht ist der Döner nicht. Alte Freunde, der Döner kann hier gar nicht schlecht sein, weil wenn hier nebenan alle die Top-Läden haben, kann der hier kein schlechtes Fleisch anbieten. Aber ist, also es schmeckt nicht schlecht. Aber eins muss ich sagen, Digga. Der Gemüsedöner war lecker. Aber der Döner im Dings S-Bahn, Walla, der hat mehr gekickt. Anders, ne? War nicht anders, weil das Fleischgeschmack da war für mich nochmal so ein extra Kick. Also war nicht schlecht. Nein, das Fleisch ist ein bisschen intensiver S-Bahn. Finde ich auch. Vom Ballerfaktor, weißt du noch, wo wir den ersten Döner gegessen haben? Also, ich hätte eher zwei gegessen. Also ich finde wirklich, also der schmeckt gut, aber da sind ganz wenig Gewürze hier drin. Also das Fleisch ist so. Das Fleisch ist sehr naturgelassen, man schmeckt wenig Fleischgeschmack. Genau. Also ich finde Döner, weil ich habe selber auch mal früher mal Döner produziert. Ja, ich weiß, gemacht, ja. Und wie du sagtest, Döner muss Gewürz haben. Ja, ja, ja. Wenn ja. Gewürz hat, dann schmeckt das halt gar nichts. Obwohl der Spieß und was ist. Aber sieht richtig gut aus, Spieß, war dann alles gut. Das sieht sehr gut aus, 80-20%. Ja. 20 Scheiben, ja, ja. 20 gehacktes. Das ist, du siehst das, der Dönermann. Hey, der Dönermann, Digga. Alle. Kebababa, dein Dönermann. Alles gut, alles gut. Ja, ist nicht schlecht, Digi. So, haut mal rein, Jungs. Halt aber gerade. Also, hier Schanze ist immer sehr viel. Also, wir wollten eigentlich da drüben essen, Pamukkale. Aber guckt euch die Schlange an, liebe Freunde. Das kann doch nicht sein, dass man Schlange ist. Schlange. Ja, Freunde, genau. Pamukkale, wirklich. Die Schlange steht da wirklich sich ein ab. Unglaublich. Achso, warte, ich hol mir mal auch mal eine Zigaretten, ja? Hey. Alter, Mudi ist das mal reingelaufen, der holt sich jetzt eine gemischte Tüte hier. Das ist hier in Hamburg auch sehr bekannt, hier diese Kioske, Spätis. Aber Spätis heißen Spätis die Spätis aus Berlin. In Berlin heißen die Spätis und hier heißen die Kioske. Freunde, ich bin ja in Althamburger. Wir waren früher viel da. Pamukkale war ein kleiner Imbiss, Jan. Hey, das, ja, nö, das war so ein, ich kenne das vor 30 Jahren, es war ein kleiner Imbiss, dieser Laden. Ja, ja. Ein Imbiss war das, Alter. Aber das haben die richtig schicki hier gemacht. Also hier ist wirklich Zähne bis zum Umfallen, Freunde. Ne? Auch diese ganzen Hipster-Läden, ihr könnt sehen. So, aber full. Die Läden sind überall kochen. Unglaublich. Da macht schon Spaß hier. Und das ist Lockmann, den gibt es, glaube ich, auch ewig hier. Hieß aber früher auch, glaube ich, anders. Jetzt haben die jetzt auch so ein Hippies. Walla, ja, das Ding haben die auch jetzt umgebaut. Ja, das Ding haben die auch hier komplett umgebaut, Alter. Die Leute stehen Schlange. Könnt ihr euch vorstellen? Die Leute stehen Schlange, um in diesen Laden reinzukommen, ne? Es ist wirklich hier das, ja, Alter, wirklich mittendrin, ne? Hipster, alles, Asias. Alter, wirklich, hier ist alles, ja? Hier ist alles, Freunde. Ne? Und hier bin ich damals groß geworden, liebe Freunde. Ja? Hier bin ich damals groß geworden. Den türkischen Laden gibt es schon auch schon ewig. Aber sonst haben die alles geändert. Früher war das so ein, keine Ahnung, ganz normales. Hier haben wir Suppe getrunken, Börek gegessen. Aber jetzt stehen die Leute Schlange. Alter, da ist, aber keine Ahnung, da sind 30 Leute, die ganz hinten in der Schlange stehen. Unglaublich, Alter Jan, ja, oder? Egal, wen du fragst, geh zu Loch mal essen. Unglaublich. Und wie gesagt, den Laden gibt es schon seit über 30 Jahren. Da war ich früher 17, 18, waren wir hier. Hey. Ja, Muri kauft ja Bananen für die Kinder. Auch schön. Ja, okay. Ja. So, liebe Freunde, jetzt wollen wir mal weitergehen. Das war mal ein kleiner Ausschnitt. Also es ist sehr spontan hier gewesen jetzt. Ne? Geplant, weil eigentlich wollten wir oben wieder S-Bahn-Döner. Haben die Jungs gesagt, wieder S-Bahn-Döner, muss doch nicht sein. Ja, lass mal Pamukkale, da sind wir, haben wir gesehen, 20 Leute in der Schlange. Haben wir gesagt, komm, lass mal stecken. Lokma muss auch mal sein, ne? Ja, und Lokma stehen 30 Leute, haben wir auch gesagt, komm, lass mal. Dann waren wir bei Kebab Baba oder sowas. War okay, aber eins muss ich sagen. Vom Fleisch, alle Fleisch war lecker, aber Geschmack hat nichts gegeben.
muss ich jetzt wirklich sagen, dass der vom Geschmack her S-Bahn-Döner einen auch drauf gegeben hat. Ist so, muss man jetzt die Wahrheit sagen. Vielleicht wegen den Gewürzen. Fleischqualität sah gut aus, aber das Fleisch ist irgendwie nicht so. War nicht gewürzt. Ja, genau. Ist irgendwie nicht rübergekommen. So, gestern, ihr habt es gesehen, ne? Leon war da, wir haben was gegessen und sowas. Wir waren natürlich auch am nächsten Tag da, haben wir auch natürlich was gemacht. Und dann. Ja, schaut mal rein, schaut mal rein, schaut mal rein. Was habe ich denn hier Schönes, Feines? Why, 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 why? Also in dem Video, was ich veröffentlicht habe, habe ich in Hamburg 2 halbe Hähnchen gekauft. Und ich habe die Geschichte erzählt, mit halben Hähnchen habe ich wirklich Probleme. Gestern waren wir mein neues Auto abholen, das könnt ihr auf meinem Hauptkanal sehen, haben wir mein neues Auto abgeholt. Und waren dann spontan in der Schanze Döner essen, Freunde. War auch nicht schlecht, war okay, muss man jetzt sagen. Und dann, Freunde... Und dann habe ich den Jungs gesagt, dann isst ihr doch die halben Hähnchen. Haben die, die sind aber mitgekommen. Hier sind die halben Hähnchen, sind hier. Also, Gaumenschoss, muss ich mal sagen. Ich habe keinen Plan, aber ich muss euch sagen, halbe Hähnchen kalt schmecken wirklich gut. Martin, mein Kameramann, kalte Hähnchen, magst du? Nee. Okay, der Martin mag das nicht. Klar, die Haut ist nicht mehr so knusprig. Wollen wir probieren. Boah, das ist schon hart, ne? Oh. Mh. Tee. Gut, dass ich so geile Zähne habe. Oh, okay. Also, Geschmack ist gut, kauen ist scheiße. Alter Schwede, es ist zu hart, Freunde, es ist zu hart. Ich weiß nicht, ob ich in die Mikrowelle stecken soll, ein bisschen erwärmen muss, ne? Vielleicht klappt das. Was habe ich jetzt gemacht, liebe Freunde? Ich habe es warm gemacht. Ja, jetzt probiere ich nochmal, ob es irgendwie auch schmeckt, wenn ich das Ding in der Mikrowelle warm mache. Ja, ich habe keine Ahnung, Freunde. So, Haut ist nicht knusprig, nicht knusprig. Es ist weicher geworden, auf jeden Fall weicher geworden. Wallah, kann man essen. Ich, Freunde, ohne Spaß, kalt war es wirklich ein bisschen sehr kalt. Klar, wenn ich das frisch kaufe, so wie gestern, die Haut ist sehr knusprig. Jetzt ist die Haut ein bisschen so blub, 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 labberig. Kann man essen, auf jeden Fall, Freunde. Ich sag geil, geil, geil. Schönes Frühstück, wir haben 10 Uhr. Ich gebe mir das halbe Hähnchen und dann reicht es aber auch heute, ne? Ja, Freunde, keine Ahnung. Also ich sag nein, holt kein Hähnchen und isst das den nächsten Tag. Ja, ich habe mir das so gegessen. Es war auch okay, aber es schmeckt nicht, Alter. Du zahlst 5,90 für ein halbes Hähnchen. Hähnchen sind auch richtig teuer geworden, muss ich sagen. Und 5,90 zu zahlen und irgendwie, keine Ahnung, es hat mir das nicht gegeben. Die Hunde kriegen den anderen Hälfte auf jeden Fall. Das reicht, das habe ich aber auch nicht geschafft. So, liebe Freunde, also eins muss ich jetzt sagen, Sonntag bin ich auf Achse, ich nehme den Leon, Moody, wir wollen einen kleinen Ausflug machen, keine Ahnung, wie lange ich brauche, vielleicht ein paar Tage, ich guck mal, wo wir hin, ich sage euch auch noch nicht mal, wo wir überall hinfahren, ich nehme den kleinen Leon mit und schau mal, also auf jeden Fall auf meinem Zweitkanal wird ein bisschen Reiseblog reinkommen, oder ein bisschen Shoppen reinkommen, ich weiß nicht, was kommt noch, Essen, klar, Essen kommt auf jeden Fall rein und ein bisschen meinen Alltag würde ich dann täglich mal reinhauen, seid gespannt, es wird wirklich interessant für euch, für mich, wir schauen mal, was abgeht, dann sage ich mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, abonnieren nicht vergessen, like nicht vergessen, es kommen richtig schöne Blogs auf euch zu, dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen, haut rein, tschüss.